Die Seilburg kenne ich eigentlich schon, wie ich so ein kleiner Bub gewesen bin, weil mein Vater selber da bei der ÖBB gearbeitet hat und da ist man natürlich als Sohnemann natürlich auch ab und zu da gewesen. Und das bleibt einem einfach in Erinnerung, die ganzen Sachen, was man da so erlebt hat, da mitgefahren ist und alles. Und nachher irgendwann fängst du nachher selber da arbeiten an. Und ja, durch das, dass es einfach schon ein gewisses Alter hat, hat es einfach einen Charme auch, die ganze Sache da. Mein Name ist Buchholzer Bernhard. Ich bin der letzte Seilbahnbetriebsleiter von der ÖBB Stubach-Weiße Seilbahn. Dauermoos für Wagen 3. Ja, Dauermoos, komm ich. In die Station Dauermoos. In die Station Dauermoos, verstanden. Wir befinden uns im Salzburger Land, im Stubachtal, sind jetzt gerade da auf knapp über 2000 Meter herum bei der Seilbahnlok der, sag ich mal, der größten Kraftwerksgruppe, der ÖBB. 1948 hat man begonnen zum Errichten dieser Seilbahn, und zwar früher wurde für den Kraftwerksbau der Oberwasseranlagen ein besseres Seilbau benötigt. Es ist früher ein kleines Seilbau da aufgegangen. Und da hat man die Materialien einfach nicht so richtig auftransportieren können. Und da hat man sich dazu entschlossen, okay, wir bauen jetzt eine gescheite Seilbahn. Und da hat man sich aber dazu gleich auch überlegt, was machen wir nachher mit der Seilbahn. Und hat es nachher so gebaut, wie es jetzt da steht. Und hat es nachher auch für den öffentlichen Verkehr genützt, wie eine normale Seilbahn so da steht. Genau so ist es gewesen. Das ist bis in die 80er Jahre gegangen. Noch zwar nicht mehr im öffentlichen Betrieb gewesen, sondern im nicht öffentlichen Werksverkehr. Und für das haben wir jetzt die Seilbahn, damit wir unsere Anlagen zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen können. Erlebnisse hat es in der Zeit, seitdem ich da bin, natürlich auch schon mehr wie genug gegeben. Wenn man in der Nacht herumbleiben muss, weil der Wind so stark ist und man nicht mehr nachfährt, dann muss man halt auch oben nächtigen in der Mittelstation. Unser Seilbau hat ein bisschen was Besonderes, und zwar, wir haben die Möglichkeit, dass wir Materialien in der Talstation in die Kabine eingeben, dann rauffahren in die Mittelstation, da die Kabine absenken und dann über dieses zweigleisige Schienensystem auf der zweiten Sektion wieder aufhängen. Und da haben wir eben nur eine manuelle Weiche dabei. Also es hat ein bisschen was mit einer Schiene jetzt da. Ja, Gleisgeschichten einmal anders. Die Seilbahn ist jetzt seit 70 Jahren oder über 70 Jahren schon im Betrieb. Jetzt ist eigentlich an der Zeit, dass man es in den wohlverdienten Ruhestand versetzen kann. Wir haben jetzt gerade zur Zeit im Laufen ein großes Kraftwerksprojekt. Wir bauen das Pumpspeicherkraftwerk Dauermoos. Und im Zuge dieses Baus hat man einen Erschließungstunnel gemacht. Und somit wird die Seilbahn für die Erreichbarkeit der Anlagen eigentlich nicht mehr benötigt. Geplant ist jetzt einmal so, dass man es mit 31.08. der letzte Tag ist und die letzte Talfahrt ist, und werde ich mir nicht nehmen lassen, dass ich die selber durchführe. Also man ist schon mit viel Herz dabei.